So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar was ganz anderes, was ich normalerweise spiele, und zwar dieses Mal ein Point-and-Click-Adventure. Ich habe tatsächlich den ersten Teil, den Vorläufer davon, schon mal gespielt. Das hieß Das schwarze Auge, Satinavs Ketten. Soweit ich das noch im Kopf habe, haben die beiden aber nicht so viel zu tu miteinander zu tun. Ich glaube, es ist die gleiche Welt. Ist so ein bisschen so eine Fantasy-Welt, ein bisschen mittelalterlich. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was jetzt genau die Story ist, die wir hier spielen. Ich glaube, es geht so ein bisschen um Zeitreisen, wenn ich mich noch recht erinnere. Ich hatte das schon vor einiger Zeit gekauft, das Spiel, habe es aber ehrlich gesagt dann gar nicht sofort gespielt, weil ich halt erstmal Satinavs Ketten gespielt hatte. Das hat aber auch ziemlich Spaß gemacht, ist so ein entspanntes Point-and-Click-Adventure mit ein bisschen Rätseln, und ich hätte auch richtig Lust, mit euch zusammen zu rätseln. Also ich streame das Ganze hier auch gleichzeitig. Ich werde es aber auch auf YouTube hochladen. Also hallo YouTube, hallo Twitch. Und ja, wollte das halt einfach mal quasi so als mein allererstes Let's Play, was ich dann hochlade, was ich dann auch in mehrere Teile teilen werde. Ich werde es aber wahrscheinlich in ziemlich langen Strecken aufnehmen. Ob ich es jetzt direkt heute durchkriege, glaube ich eher weniger, weil es doch ein bisschen länger geht. Jetzt nicht super lang, aber für einen Abend ist es, glaube ich, doch zu viel. Aber ja, ich rede hier die ganze Zeit um heißen Brei. Ich glaube, wir legen einfach mal los. Ist auf jeden Fall illustrativ sehr schön. Und auch immer schön erzählt. Und ich weiß nicht, worum es geht. Hi Rio. Hi Rio. So, da muss ich mal meinen Stream Wo ausmachen. haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter... Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt bringe ich hier alles durcheinander, so. Verdammt, jetzt haben wir den Anfang gar nicht mitgekriegt. Wo ist denn deine Hintergrunddeko? Ja, der schläft gerade. Oder hat sich ein bisschen hingelegt. So, jetzt habe ich hier total den Anfang verkackt. Wahrscheinlich hat man gerade gar nicht die Einführung gehört. Das hier ist übrigens der erste Charakter, den es auch schon in Satinavs Ketten gab, also im allerersten Teil. Anscheinend spielen wir hier mit ihm weiter. Und ja, gucken einfach mal, was auf uns zukommt, weil ich habe wirklich keine Ahnung, worum es jetzt in diesem Teil gehen wird. Warst du früh am Morgen, schläft er? Ja, schlafen wahrscheinlich nicht, aber er fühlt sich ein bisschen müde und kaputt. So, was haben wir hier? Fragezeichen. Klickst du auf einen Punkt im Wald, um dorthin zu laufen? Ja, okay, das kriege ich hin. Ist ja ein Point-and-Click-Adventure. Oh, ein kleines Reh. Hier glitzert auch irgendwas. Scheint aber nichts Besonderes zu sein. Ah, okay, das Alter also. Ja. Na, endlich. Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so, aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Kishari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Klickst du auf die Hölzchenfestung, um sie aufzurichten? Mit der rechten Maustaste seht ihr sie euch genauer an. Okay. Werden also direkt Geht doch reingeworfen. auch ohne Magie. Oder auch nicht. Geron. So, Geron beherrscht einen Zauber, mit dem er zerbrechliche Gegenstände zerstören und wieder reparieren kann. Bewegt die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen. Klickt auf die magische Kugel am linken Rand und anschließend auf die Holzfestung. Die ganz kleine Holzfestung. So, unterer Rand. Wir haben ein Messer und wir haben Nuris Kette.
Ja, vielleicht erzähle ich ein bisschen aus dem ersten Teil, falls ich das überhaupt noch ganz auf die Reihe kriege. Ist auch schon wieder ziemlich lange her, seit ich das gespielt habe. Aber kurz und knapp, wir haben quasi eine Elfe aus einer anderen Dimension quasi mitgenommen. Die sollte helfen, quasi Albträume, die in unserem Dorf, in unserem Land umhergingen, weil da ein böser schwarzer Zauberer war, quasi heilen. Und sie hieß eben Nuri, diese kleine Elfe, und mit der sind wir auch die durch die ganze Reise gegangen, war eine total süße. Und ja, von der haben wir auch diese Halskette. Ja. Und von ihr haben wir, also auch durch diese Halskette, haben wir quasi magische Kräfte erlangt. Deshalb können wir zaubern. Ich denke mal, dass wir deshalb auch diese Kette jetzt benutzen müssen. Noris Kette ist mir heilig. Ich passe besser auf sie auf. Oder auch nicht. Reparieren und Ich zerstören, mache genau. sie doch nicht kaputt. Sie gehört Nori. Ja, ich wollte die doch gar nicht benutzen. So, jetzt reparieren und zerstören und jetzt Sieh zu und lerne. zaubern wir. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Wow, das hat richtig gut funktioniert. Die Holzfestung ist nicht das einzige interessante Objekt auf dieser Lichtung. Um sich alle anzeigen zu lassen, drücke die Leertaste. Seht euch nun ein wenig um und erkundet eure Umgebung. Vielleicht findet ihr etwas, das euch hilft, die Aufgabe des Mädchens zu erfüllen. Okay, mal schauen. Wir drücken die Leertaste. Da haben wir jetzt die ganzen Sachen, die wir quasi angucken können. Hier haben wir den Wald, das Zelt, wo wir anscheinend rein wollen. Das junge Mädchen, die hölzerne Festung. Da liegt auch ein Dolch, womit sie uns abstechen will am liebsten. Und eine Truhe, die aber wahrscheinlich verschlossen ist. Oder auch nicht. Wir grabbeln da einfach mal direkt ran und da ist eine Glasflasche. Die nehmen wir uns auch einfach mit, weil uns gehört alles in dieser Welt. Ihr tragt die Flasche nun bei euch. Wie eure Magie lassen sich auch Gegenstände mit anderen Dingen verwenden. Bewegt erneut die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen und benutzt einen eurer Gegenstände mit etwas anderem. Mit dem Mausrad lassen sich eure Gegenstände und Zauber auch ohne Inventar durchschalten. Okay. So, jetzt haben wir hier die Flasche. Und jetzt, was sollen wir eigentlich damit machen? Stand das da? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Aber wir können doch jetzt mit der Flasche nichts anfangen. Wir können mit der Flasche wahrscheinlich hier Wasser holen oder so. Oder auch nicht. Was machen wir mit diesem Fläschchen? Ich weiß es nicht. Was sagt er denn zur Truhe? Okay, der macht die einfach nur auf und zu. Wir machen die wieder zu, dass keiner sieht, dass wir hier einfach Sachen klauen. Können wir auch wieder zurückgehen? Nein, wir müssen hier bleiben. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Flasche kaputt machen und reparieren. Das ist eine gute Sache. Gut, dass ich Rio dabei habe. Okay, stimmt, wir Sieh mussten her, ihr ja nur ich bin beweisen. beeindruckt. Das war einst die Flasche aus der Kiste. Ich weiß. Wahrscheinlich war das ihre Lieblingsflasche und wir haben sie gerade vor ihren Augen zerstört. Was tust du? Keine Panik, ich will nur etwas ausprobieren. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf das kleine Buchsymbol am rechten Ende eures Inventars. Anscheinend wissen wir nicht weiter. Von nun an seid ihr auf euch allein gestellt. Erkundet eure Umgebung, nehmt mit, was ihr in eure Finger bekommt. Kleine Diebe sind wir. Und redet mit den Menschen in eurer Umgebung. Alles kann ein Hinweis auf die Lösung eines Problems sein und vergesst eure Zaubersprüche nicht. Ja, ich glaube, da musst du mir immer helfen, Rio, dass ich nicht irgendwelche Zaubersprüche vergesse. Okay. Was mich jetzt ein bisschen bedrückt, ist, dass ich ja am Anfang hier hin und her geschaltet habe zwischen Stream und alles Mögliche. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ganz am Anfang ein Intro vielleicht übersprungen habe. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Sorge vor. Deshalb weiß ich gerade gar nicht, ob ich nochmal ganz neu starten soll. Hust, reparieren, hust. Ja, sofort. Ich weiß gerade nicht. Was meinst du? Also, ich habe ja vorhin, als es losging, so hin und her geschaltet. Ich weiß nicht, ob der Sound dann überhaupt da war. Ich glaube eher nicht, oder? Sonst würde ich jetzt vielleicht nochmal ganz schnell neu starten, falls wir irgendein Intro verpasst haben. Oder meinst du, wir werden hier wirklich einfach so reingeschmissen, ohne irgendeine Geschichte, die vorher erzählt wird? Kein Plan, ich kam rein, da standest du schon im Wald. Ich glaube, wir starten nochmal ganz schnell neu. Das war jetzt nicht sehr viel. Neues Spiel. Weil das ist dann doch blöd, glaube ich, wenn die Story am Anfang weg ist. Und Story spielt hier auf jeden Fall auch eine große Rolle.
Und ich kenne das Spiel nicht. Ja, ich kenne es auch nicht. Also ich kenne halt Teil 1 und ist halt so ein Point-and-Click-Adventure und macht eigentlich echt Spaß und ist halt so zum Rätseln und ich finde es halt ganz cool, vor allem wenn jetzt auch du da bist und vielleicht auch noch später andere, dass wir dann vielleicht zusammen rätseln, wie es denn hier weitergeht. Ich starte einfach nochmal neu. Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Du sagst es, Wo Geron. haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Wow. Wünschst du die Einführung des Spiels? Nein, ich will die nicht haben. Wir haben sie gerade gespielt, hoffe ich zumindest. Wow, hat sich richtig gelohnt, das Spiel neu zu starten. Richtig gelohnt. Das fängt gut an, wie Geron schon sagt. So, weiter zur Lichtung. Für Rätsel bin ich ungeduldig. Na, Auf geht's. endlich. Heda, kleines Mädchen. Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Ich überspringe das einfach mal. Das hat niemand gesehen. Kannst du Dann bewacht. Ich hab. Aber was? Erst die Festung, mein Lieb. Ich war ja noch nie gut mit Kindern, aber das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Die Kleine erinnert mich übrigens ein bisschen an die Elfe. Die war auch so eine Kleine. So, kaputt machen hier. Scherben da hinlegen. Die Stop-Motion der Gesichter ist unglaublich creepy. Ich will nur etwas ausprobieren. Ja, das ist eigentlich ein Horrorspiel. So, und jetzt reparieren wir das Ganze. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja, ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Nein, wir wollen keinen Tee. Doch. Ja, bitte. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Ja, ich mag Rätsel. Nein, ich mag sie nicht. Solange sie lösbar sind. Ja, wäre schon schön, wenn man die auch lösen kann. Sagen wir mal, ich mag Rätsel. Natürlich mag ich Rätsel. Sonst wäre ich nicht hier. Ausgezeichnet. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen. Es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren. Als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Das ist zu nah. Was ist da los?
Abstand, Corona-Regeln. Ich bin bereit. Jetzt fangt schon an. Okay, wir sind mal bereit für das Rätsel oder Ich für die bin Geschichte. bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Memoria. Ja, witzig, die Cam ist aus, noch der Rahmen ist noch da. Ja, das hat mich gerade auch ziemlich gestört. Ich glaube, ich mache den Rahmen gleich ganz weg, dass ich mich bei so Filmsequenzen ausschalten kann. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musste die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Okay, ab jetzt kann ich sprechen. Mit was streamst du? Ich stream mit Streamlabs OBS. So, und jetzt mache ich mal direkt den Rahmen weg. Zack, 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 zack. Kamera da, so. Dann kann ich mich besser ausschalten. Weil ich habe das noch nicht auf einer Tastenbelegung. So. Und jetzt spielen wir auch gar nicht mehr mit Geron, wie es aussieht, sondern mit der Prinzessin. Also mit einer Prinzessin. Natürlich weiß ich noch genauso wenig, worum es jetzt genau geht. Hier liegt ein Arm. Haltet euch von den Wächtern fern, Prinzessin. Selbst ihre abgetrennten Glieder haben noch Leben in sich. Okay, hier gibt es also sowas wie Steingolems. Wahrscheinlich alles verzaubert. Und das scheint ja auch hier ein Grabeingang. Also wahrscheinlich ist hier alles verzaubert, verflucht und was auch immer. Aber wir wollen da anscheinend unbedingt rein. Und wir befinden uns 450 Jahre vor... Ja, dem ersten Teil quasi, oder zumindest seitdem die Geschehnisse im ersten Teil passiert sind. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil der Geron, also der Junge ganz am Anfang, die Hauptperson aus dem ersten Teil, der sucht ja nach einem Zauber, um quasi einen Menschen oder ein Wesen wieder in in eine menschliche Person zu verwandeln, also ein Tier in eine menschliche Person zu verwandeln. Und jetzt erinnere ich mich nämlich auch wieder, denn die kleine Elfin, die wurde nämlich am Ende
ich weiß nicht, spoilert das jetzt? Ich weiß ja nicht, ob jemand das erste Spiel spielen will. Aber sagen wir mal so, die kleine Elfe ist nicht mehr die Elfe, sondern ja, ihr könnt euch den Rest wahrscheinlich schon denken, weil Geron nach einem Zauber sucht, der eben wieder jemanden menschlich macht. Aber ja, jetzt befinden wir uns auf jeden Fall quasi in einer ganz anderen Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir noch mit Geron weiterspielen. Aber das ist ja auch erstmal egal. Wir spielen jetzt einfach hier als Prinzessin.